So, herzlich willkommen heute hier beim Podcast, diesmal mit dem Filmstadt Inferno, der Ultragruppierung aus Babelsberg. Ja, ich sitze hier mit drei Männern und die würden sich mal kurz vorstellen. Fang mal an, wer hier so sitzt. Tachchen, ich bin Spalti. Ja, ich bin Alf. Ja, und ich bin Kai. Juti, das freut mich. Schön, dass ihr hier seid. Die Fragen beantwortet, die ich so habe an euch, dass ihr euch bereit erklärt habt dafür. Vielen Dank dafür erstmal. Gerne. Genau, es sind jetzt dieses Jahr 21 Jahre Filmstadt Inferno. Wie seht ihr eure Entwicklung in den letzten Jahren? So mal einen groben Abriss vielleicht von euch zu hören. Ja, wer Lust hat, kann da jetzt mal so reden. Die Frage ist ja, was grob heißt. So, ne? Also vielleicht, wenn wir von der jüngeren Geschichte ausgehen, gab es vor 5, 6 Jahren einen ordentlichen Umbruch bei uns. Das bedeutete, einige Mitglieder sind ausgetreten. Neue kamen hinzu, kamen sehr schleppend hinzu, kann man ruhig zugeben. Und dementsprechend kann man schon sagen, dass wir uns aber trotzdem seitdem jetzt in den letzten 5 Jahren auf einem guten Weg nach oben wieder befinden. Okay, also ein Wandel, der eingeleitet worden ist, aber ins Positive. Ja, der eingeleitet worden ist von außen, möchte ich behaupten. Wie es dann so ist, es gibt Leute, die entscheiden sich halt um. Es gibt Leute, die fallen weg wegen Studium, wegen Arbeit, wegen, ach, keine Ahnung, was man, also Familie, Kinder, genau. Und dann halt, na klar, ist schon ein Generationsding, ne? Wir sind 99 gegründet und somit sind natürlich auch die ersten weggefallen, die einfach altersbedingt irgendwie gesagt haben, ey, ich habe jetzt Mitte 30 halt nicht mehr die Zeit und Kapazität, mir jetzt jedes Wochenende um einen 4-Liter-Kick anzutun, haben sich andere Sachen gesucht, die für sie jetzt erstmal erfüllender war, weil doch vollkommen vernünftig ist. Ist auch völlig gerechtfertigt, das kann sich ja jeder sich selber entscheiden, wie er da mitgeht. Genau, dann, ja, wir sitzen hier quasi mitten in der Corona-Zeit und das bedingt ja auch einige Veränderungen bezüglich des Fußballdaseins, wie man vielleicht auch das Fansein leben darf und kann. Habt ihr da euch irgendwie jetzt besondere Ziele gesetzt, was ihr vielleicht noch durchsetzen wollt oder wie das für euch ist? Oder sagt ihr, okay, wir gucken jetzt einfach mal, wie das passiert, wie wir da agieren können? Ich würde sagen, dass wir alles, unser Handeln unter dem Gesichtspunkt der Maßnahmen vollziehen. Also wir werden da jetzt keine großen Ausreißer veranstalten. Trotzdem probieren wir natürlich irgendwie unsere Mannschaft zu unterstützen und unsere Sachen weiterzumachen. Aber eben alles unter den geltenden Maßnahmen. Ja. Schön. Ja, dann so eine Frage, die ich eigentlich stellen muss, also das verbietet sich ja eigentlich schon, wenn ich sie nicht stelle. Was unterscheidet das FI von anderen Ultragruppierungen? Was macht euch vielleicht auch einzigartig? Was ist da der Unterschied, wo ihr sagt, okay, ja, das ist der Unterschied? Anders. Wir sind einfach anders. Also mit der Antwort gebe ich mich nicht zufrieden. Naja, anders. Also, ich sag mal so, diese typische Ultra-Bild bei vielen, was ja halt immer durchgezogen wird, ist ja relativ, ich sag's mal, klischeehaft. Ja, wir probieren halt einfach auszubrechen, weil wir halt sagen so, nee, ist es halt nicht so. Man muss sich halt nicht irgendwie, ist es nicht tagtäglich gegenseitig auf Eier gehen und anfacken mit irgendwelchen anderen Gruppen. Wir möchten halt einen Gegenpol im Gegensatz zu den ganzen, ganzen klassischen Kartoffel-Ultra-Gruppen halt bilden. Und halt nicht halt den ganzen Trends halt alle hinterherlaufen, alle, jo, wer hat den dicksten Bizeps und wer hat die krasseste Keilerei irgendwo gehabt und bis ich bin abgefuckt. So, das interessiert uns halt einfach in dem Moment nicht. So, das ist halt, wir wollen halt unser Ding durchziehen, wir wollen halt auf unsere Art und Weise kreativ sein im Stadion, der Mannschaft, den Fans auch natürlich zeigen, wie halt Kreativität funktioniert. Auf einer anderen Art und Weise. Halt auch Klarheit gegen Rassismus, Homophobie und was sonst noch für beschissene Diskriminierungen gibt. Ich glaube, auch erwähnenswert ist die große Diversität in der Gruppe. Also wir haben sowohl im Alter als auch in den Interessen haben wir eigentlich die ganze Bandbreite. Und ich glaube, genau dadurch kann auch sowas entstehen. Ja. Perfekt, vielen Dank für diese Antwort und für diese offenen, ehrlichen Worte. Gut, ich sitzt natürlich jetzt hier nicht mit einem Gründungsmitglied meines Wissens, aber irgendwie gab es da irgendwie Vorbilder oder was so vorgelebt worden ist von anderen Gruppen, vielleicht auch aus dem Ausland oder befreundete Gruppe, wo ihr gedacht habt, ja, sowas in die Richtung finden wir interessant
Oder ist das so, nee, ihr macht einfach voll euer Ding, das ist so... Also ich sag mal, klar hat man sich inspirieren lassen, also seit irgendwie so die älteren Leute, die älteren Semester, aber halt so die Jungs schon von Mütterchen Italien zum Beispiel, ganz klassisch, aber halt auch klar, so in der Nähe Ostblock-Ecken haben wir halt auch gleich quasi, wie gesagt, ums Eck, da hat man sich inspiriert schon abgeholt. Ich glaube, das ist halt, ja, so wie die Leute halt sind bei uns in der Gruppe, so sind halt auch die Inspirationen. Also wir fahren nicht irgendwie straight den einen Style. Wir sind halt sehr vielseitig in der Hinsicht. So, irgendjemand hat eine coole Idee, die anderen boxen irgendwie. Wir machen es halt irgendwie. Okay. Ohne halt irgendwie, ja genau, irgendwie so akkurat nur auf den Hinweg irgendwie unterwegs zu sein. Klar, manche Leute würden sich vielleicht auch wünschen oder sowas, aber dafür ist man halt in so einer Gruppe dann so irgendwie wie um halt genau nicht halt diesen einen Weg zu gehen, sondern einfach viele verschiedenste Einflüsse sich irgendwo zu holen. Und natürlich hat man so irgendwie, wenn man befreundeten Gruppen irgendwie abhängt, sich da auch gegenseitig irgendwelche kreativen Ideen aufgeschnappt und zugeworfen. Aber ja, die Gruppe, die lebt halt genau daraus, halt aus ihrer Vielseitigkeit. Okay, vielen Dank. Die vierte Frage steht im Raum, die bedeutet oder die heißt, welche Bedeutung spielen vermeintliche andere Schauplätze als Fußball oder das Stadion, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Graffiti, Street Art und ja gut, Politik habt ihr schon so leicht angerissen. Spielt es eine Rolle bei euch oder sagt ihr so, nee, das sind genau die Dinge, die eben vielleicht andere aufgreifen, aber wir brauchen es nicht. Wie steht ihr dazu? Na, das Fußball und dieses ganze Ultra-Ding bleibt und ist halt eine Subkultur, wenn man das so aufgreifen will. Und dementsprechend sind wir halt so divers aufgestellt, dass du halt vom Punker bis hin bis zum Hip-Hopper halt alles dabei hast und dementsprechend natürlich auch so ganz viele Einflüsse hast. Natürlich sind einige Mitglieder der Gruppe, so dem Street-Art hat mich abgeneigt, bewegen sich auf diversen Betätigungsfeldern. Es gibt Leute, die kümmern sich um Sticker und all so ein Kram. Und genauso wie ganz viele der Mitglieder halt irgendwie im politischen Spektrum unterwegs sind. So, ne? Es gibt Leute, die sind verschiedene Antifa-Gruppen organisiert, sei es nun verstärkt hier in Potsdam oder einige auch in Berlin tatsächlich. Und dann engagieren sich irgendwie. Wir sind ja, wie bekannt ist, mit den selbstverwalteten Projekten hier in Potsdam sehr stark verwandelt. Und dementsprechend berührt es uns. Und wir nutzen das natürlich auch alles irgendwie. Sehr, sehr nice. Vielen Dank. Wir sind zwar hier bei einem Regionalliga-Club und auch da schreitet die Kommerzialisierung immer weiter voran. Geld spielt große Rolle, haben wir jetzt während Corona auch schon gesehen, dass die Bundesliga-Vereine da ein bisschen Probleme mit dem ganzen Geld haben, obwohl sie richtig viel haben eigentlich davon. Ja, wie seht ihr das oder wie geht ihr damit um, dass Geld, das ganze Kommerz immer eine größere Rolle irgendwie im Fußball spielt? Weil ihr seid ja auch politisch, habt ihr auch gesagt, da ist sicherlich auch bei dem Thema vielleicht für euch auch schon gewisse Dinge interessant. Also ich habe jetzt beispielsweise, dass ein Stadionname irgendwie, wenn man nach Auerbach oder bei weiß Gott wo fährt, auf einmal dann irgendwie einen schönen Sponsorennamen trägt. Ich hoffe nicht, dass das in Babelsberg mal irgendwann der Fall sein wird, aber spielt das irgendwie für euch eine Rolle oder sagt ihr, dass solange es jetzt erstmal in Babelsberg und es nicht betrifft, ist es erstmal Juppe? Oder? Ich glaube gar nicht so realitätsfern ist die ganze Nummer, wirklich gar nicht. 40 Jahren, wenn mich nicht alles irrt, gab es ja damals auch schon mal so eine Aktion, damals Pokale, die ja schon mal da in den Kinderfüßen stand, eventuell mal sowas zu machen. Also eine Umbenennung des Stadionnamens meinst du jetzt? Ja, genau. Okay. Ich habe da jetzt auch gar keine Ahnung, wie weit das damals überhaupt dann noch eine größere Rolle spielte, aber selbst da hat man ja gemerkt, die Gefahr, nenne ich es mal, die ist halt da, klar, so auch bei uns und ich meine, Fußball schön und gut, so wenn man irgendwie erfolgreicheren Fußball sehen möchte oder so, dann liegt es halt meistens einfach am Geld von den einzelnen Vereinen. Und ich meine, so, man sieht ja selbst teilweise, was es für echt stabile Vereine irgendwie gab, die in der Versenkung einfach gelandet sind, weil sie halt die entsprechenden Geldgeber und bis ich zum Beispiel halt nicht hatten. Trotzdem ist es halt irgendwie schade drum, so dass halt einfach so Vereine so mit großer Tradition einfach, ja, teilweise diese Möglichkeit einfach gar nicht mehr besitzen, um überhaupt noch ja, weitermachen zu können, weil es halt die entsprechenden Geldgeber nicht gibt. Ich meine, so wenn ich überlege, so Babelsberg oder sowas, die hadern ja irgendwie mit irgendwelchen Sponsoren
Und dass Babelsberg nicht gerade so der reichste Verein ist, ist Rubik auch nicht gerade unbekannt. Also, ja, spielt leider eine ziemlich große Rolle. Klar, die man natürlich auch immer wieder kritisch betrachten sollte. Und ansonsten können wir uns ja eingestehen, dass wir uns aber in diesem System bewegen. So. Dass es uns auch direkt betrifft, gerade Regionalliga. Also macht ja zuletzt das Beispiel Wacker 100.000 sehr deutlich, die dann irgendwie mit 11 Millionen verschuldet sind, wo keiner weiß, wo das Geld herkam. Und die auf einmal auch plötzlich weg waren. Und ich glaube, gerade das ist spannend und für uns auch zu beobachten, inwieweit sich dieser ganze, wie nennt man es denn liebevoll, Spielinvestitionsmöglichkeit Fußball ja bei uns halt schon anfängt. Also da kann man die letzten Jahre gucken. Victoria Berlin, wo irgendwelche chinesischen Investoren irgendwie Geld reinpumpen wollten, wo es nicht funktioniert hat, sei es Rot-Weiß Erfurt, die ja quasi auch probiert haben, hier gesund zu sparen und jetzt weg sind und so weiter und so fort. Also Leipzig, Zusammenlegung von anderen Vereinen und immer mal eine ordentliche Schippe Geld drin gekloppt und der alte Verein ist weggeführt und Also die sind jetzt da. Ja. Das kriegen wir sehr wohl mit, inwieweit man sich aber dem dagegen stellen kann. Ich glaube, dass dazu sich viele Vereine in Deutschland, egal in welcher Liga, sehr schwer halt irgendwie erfolgreich im Fußball zu sehen. Und ich glaube, das ist immer diese große Frage, die man sich stellen will und stellen muss und regelmäßig stellen muss. Daher ist es doch schwierig, da auch eine feste Entscheidung so zu treffen. Ich glaube, für jede aktive Fanszene in jedem Verein, inwieweit geht man halt so mit so Kommerzialisierung einfach um? So, wie cool finden wir einen Investor, wenn wir doch eigentlich das Ziel haben, irgendwie erfolgreichen Fußball zu sehen, wenn es anders aufgrund der Strukturen gerade einfach nicht möglich ist in diesen Ligen. Ich glaube, ich spreche da aber gerade jedem an diesem Tisch aus der Seele, dass halt ein Verkauf vom Stadionnamen, wie ja schon mal angedacht ist, auf alle Fälle für uns, schon allein, weil wir den Herrn Kalitin Stadion auch ein Logo tragen, für uns schon ein sehr großer Streitpunkt, wenn nicht sogar, also Streitpunkt klingt jetzt ein bisschen wenig, aber ein absolutes Logo wäre, wobei wir schon sagen, könnt ihr mit uns erstmal nicht machen. Ja gut, der Name war jetzt erstmal so von mir oder ja. dieses Thema aus der Luft gegriffen, aber es ist ja ein Thema, überhaupt die Kommerzialisierung, die im Fußball ja voranschreitet und davor die Augen zu verschließen ist ja, glaube ich, macht hier am Tisch auch keiner, aber jeder weiß, wie der Laden läuft und vor allem, wie das ganze System ja auch aufgebaut ist. Ich meine, so klar, so diese Erinnerungen, Verkäufe und so weiter, wir haben sie zwar jetzt nicht direkt so mitbekommen, ne, wenn man so sieht, aber ich meine, wir kennen es ja teilweise auch so ein bisschen so von befreundeten Fanszenen zum Beispiel, Gruppen, die halt zu Vereinen gehen, halt, wo genau das halt auch schon eingetreten ist, ne? Wo natürlich Stadionnamen verkauft wurden, irgendwie wieder zurückbekommen wurden, wieder verkauft werden sollen. Und, ja, das ist immer meistens leider eine Frage des Geldes, halt auch, wie es in dem Verein vielleicht in dem Moment auch steht. Ja, dann werden wir Düsseldorf gucken, wenn die alle zwei Jahre irgendwie einen neuen Stadionnamen haben. Das ist jetzt erstmal nicht so prägend. Aber so ist das dann halt in gewissen Ligen. Ich glaube, wenn du so weit nicht erleben willst, dann musst du, keine Ahnung, Kreisklasse C gehen. Ja, genau, Kreisklasse C. Aber selbst da fängt es mittlerweile schon an. Wenn da halt der große Sponsor kommt und sagt, hey, Meier, bei Stadionmeister Petzo, also Mäusewitz ist ein schönes Beispiel, da war der so. Ja. Da kommt ja der Präsident und sagt, wie meine Firma hörtet und die spielt ab jetzt in der Bundesliga. Mainz. Ja, die Entwicklung im Fußball lässt sich leider bislang noch nicht wirklich aufhalten und anders steuern. Mal gucken, wohin das Ganze geht. Vielleicht setzt da Corona in einen oder anderen Nadelstich, um da Gedanken oder Veränderungen anzustoßen. Wir werden sehen. Ja, es gab ja auch im letzten Jahr meines Wissens eine kleine Veränderung oder einen Zusatz, der dazugekommen ist in Babelsberg, nämlich die Filmstadt Youth. Was versprecht ihr euch durch eine Jugendgruppe? Ja, was sind vielleicht auch die Ziele? Wir versprechen uns, eine Anlaufstelle zu bieten für Jugendliche aus der Kurve und aus dem ganzen Babelsberger Fußballkosmos, die irgendwie in die Kurve kommen, vielleicht alleine, vielleicht mit ein paar Kumpels, aber noch keinen richtigen Anlauf finden. Und da probieren wir, wenn sie Lust haben, die ein bisschen einzubinden. Das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik, weil da jetzt auch Corona leider ein bisschen reingespielt hat. Und ja, bis dahin versuchen wir als Gruppe, die gerade besteht, irgendwie langsam anzufangen mit Aktionen. Jetzt gab es die erste kleine Choreografie gegen Stickern dran, die wir selber designen. Und so probieren wir eben, wir als junge Menschen irgendwie langsam
so die Werte weiter zu vermitteln, an Jüngere weiterzugeben, aber auch so ganz praktische handwerkliche Dinge, wie malt man eine Choreo oder wie gestaltet man Sticker, wo bestellt man T-Shirts und sowas. Ja, sowas probieren wir eben der neuen Generation ein bisschen weiterzugeben und bekommen dann natürlich auch gut Hilfe, weil wir selber noch nicht so erfahren. Okay, vielen Dank. Ja, gut, dass du von der nächsten Generation sprichst. Ja, aber ist ja auch irgendwie ja, ist so richtig. Ne? Das hat er aber sehr abgeklärt. Ich hatte auch gerade überlegt, so, wer von der Jungschen hätte das so perfekt, also so ja, professionell runtergeredet. Aber Spalti, hast du dann irgendwie nach dem Spiel? Er hatte seine Notizen. Das habe ich so. Ja, der ist wenigstens vorbereitet. Ich habe mir gerade überlegt, ich habe noch sozusagen, ja, komm mal da, und dann sind auch mal die Alten alt. Wir brauchen einfach noch. Der demokratische Wandel schlägt auch in der Nordkorea zu. Ja, wunderbar. So, wir haben schon das Thema ja angerissen. Ja, Corona hat das Ganze ja die letzte Saison ein bisschen ja, zum Abbruch gebracht. Die neue Saison steht vor der Tür und Corona ist immer noch da und lässt viele Fragen offen. Allerdings, eines auch Corona bewirkt, es gab trotzdem Auf- und Absteiger. So, meines Wissens sind da ja zumindest ein paar Interessante dazugekommen, von der dritten Liga runter, wie auch von der Oberliga hoch, wie zum Beispiel Tennis Borussia. Freut ihr euch auf gewisse Duelle, wo ihr sagt, so endlich mal vielleicht mehr Traditionsvereine, nicht irgendwelche, ich sag mal, aufgeputschten Dorfvereine? Oder sagt ihr euch so, ja, ist uns jetzt eigentlich ziemlich Latte? Oder sagt ihr so, ja, stimmungsmäßig könnte das auch mal wieder interessant werden mit dem einen oder anderen Verein oder mit der Fans, die sich so ein bisschen auf dem Stadion von der Stimmung ein bisschen zu duellieren zu können, so grundsätzlich. Also ich glaube erstmal, wenn sich das ein bisschen makaber anhört, aber ich glaube, Corona sei Dank sind wir nicht abgestiegen. Wenn man ganz ehrlich war, klar, trotz, also klar, also ich sag mal, so interessant wie die vierte Liga für uns dieses Jahr ist, war es wirklich seit Jahren nicht mehr. Ich freue mich echt auf viele verschiedenste Mannschaften, die wieder mal auch mal mit Fans kommen. Ist ja auch mal was Besonderes wieder und nicht nur die ganze Zeit vor irgendwelchen oder vor irgendwelchen leeren Blöcke die ganze Zeit immer gucken müssen. Ich freue mich schon auf gewisse Gegner. Seit irgendwie Jena zum Beispiel so. Ja. Genau, klar, es gibt auch so ein paar Gegner, wo ich mir auch so denke, wie so, okay, auf die kann ich auch getrost verzichten, aber ja, bleibt ja nicht aus. Wird ja trotzdem witzig. Also, na klar, ist halt nur natürlich wieder, ich hoffe zum Beispiel auch, oder wünsche mir dadurch auch so ein bisschen, wir haben halt viele junge Leute halt in den letzten Jahren einfach dazu bekommen, die auch einfach motiviert sind, die halt aber auch viele von denen halt auch einfach gar nicht anders kennen. Dass man quasi vorne immer zum Beispiel, wenn wir halt zu Hause sind, in den Jahren Gästeblock staunen müssen, halt, weil da halt einfach gefühlt so gut wie die Leute drin sind oder sowas. Und ich glaube, das ist schon ein cooler Anreiz, gerade auch für junge Leute, vielleicht auch nochmal eine Motivation für Ältere, ja, auch wieder ins Stadion zu gehen und mitzusingen, wenn einfach der Gästeblock wieder ja, gefüllter ist und da auch mal ein bisschen eine Stimmung rauskommt. Klar ist das auch so ein bisschen Zukunftsmusik, gerade auch jetzt zu Corona, weil wir natürlich jetzt nicht oder wissen so, wie es halt weiter wird. Ja, man muss dazu sagen, man weiß ja aktuell Stand jetzt nicht, wie viele Zuschauer in den Stadion dürfen, mit Gästefans oder ohne. Deswegen ist da so ein bisschen gerade Ratlosigkeit im Raum noch, wie das Ganze vonstatten gehen darf. Und ich meine, klar, ich meine, also gerade aktuell ist ja bei uns dann irgendwie 1000 Leute zusammen mit Offiziellen und das E-Quad auf dem Stadion. Klar gibt es dann auch so ein kleines Gästekontingent irgendwie dabei, aber muss ja, aber ne? Ja. Was willst du da machen? So, ich sag mal, diese Fußballerlebnis, was man halt sonst hatte, diese Unbeschwerte, man trifft sich mit seinen Leuten, man vorm Spiel, man geht zum Stadion, irgendwie trinkt da vielleicht noch sein Bierchen, feiert sich da irgendwie 90 Minuten irgendwie mit der Mannschaft, alles ist cool, hat vielleicht noch ein bisschen Gegengesang von Zoom stattfinden. So. Da können wir ja, ganz ehrlich sein, so, also zu sich selbst irgendwie, ich mein, ich bin selbst gespannt, wie das wird, so in nächster Zeit, wenn das Stadion wieder aufmacht und die ersten Leute wieder hingehen, wie das alles ist mit den neuen Maßnahmen, wie sich das überhaupt, auch das Gefühl und so weiter, wie das sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass das teilweise auch so richtig bescheuert sein wird, wenn du da irgendwie nicht auf 100 Meter verteilt und wie mit 20 Leuten stehst gefühlt und du dich ja anbrühen musst, um überhaupt dich mal unterhalten zu können. Ist das?
Digitaler Support, das ist so ein normaler Supporter, also, da kannst du ja eh nicht bringen. Ich glaube, darüber müssten wir fast wieder einen eigenen Podcast machen, wie das Fußballstadion-Erlebnis ist während Corona. Ja, klar, natürlich ein bisschen abgeschwitzt und so weiter, klar. Ich meine, das ist ja eine interessante Frage. So. Ich meine, so, ich finde die Frage cool, so, die du halt da gestellt hast, und die ist so gut. Und wie gesagt, also im Normalfall würden sich, glaube ich, echt viele Leute freuen, wäre eine echt coole neue Motivation. Aber halt unter der aktuellen Situation finde ich persönlich, ist es selbst schwer, darauf halt irgendwie eine richtige Antwort zu finden, weil wir wissen es halt einfach nicht. Und selbst so eine Sachen wie von wegen, ey, man freut sich mal wieder neue Stadien zu sehen oder alte wiederzusehen, die wird einem ja quasi auch jetzt schon genommen, weil wir davon ausgehen können, dass wir dies ja nicht nach, oder jetzt noch nicht, so, wir haben ja Stand Ende Juli haben wir schon. Ende Juli. Dass wir wahrscheinlich nicht nach Jena fahren werden können. So. Schade eigentlich. Ja, super, Alter. Man ist Sportwelt. Ach, ein geiles Ding, Alter. Sondern dass man jetzt noch umgebaut werden will und soll. Und dann wäre jetzt quasi so die Chance, wo du das letzte Mal noch sehen kannst. So, das sind so einige Sachen, die halt echt schade sind. Aber ich meine, so ist es halt. So müssen wir halt umgehen und gucken, wie man die Situation halt irgendwie meistert. Ja. Muss man schauen. Also man kann leider nicht den Blick in die Glaskugel werfen, weil man wird nichts drin sehen. So, wir sind bei der achten Frage angelangt. Fazit Saison 1920. Es gab ja super viele Geschichten um dieses Jahr. Alme ist gegangen, es war die erste Saison nach ihm. Mittlerweile ist er bei Lok Leipzig angekommen. Vorbeck war da, Abstiegskampf, dann die Geschichte um Fran, Corona, 20 Jahre FI. Also dieses Jahr war, oder jetzt in dem Fall letztes Jahr oder die Saison, letzte Saison war ja vollgepackt mit allerlei Erlebnissen, Ergebnissen. Kriegt das dahin, in zwei Sätzen ein Fazit zu ziehen? Nee, außer den Pokalspielen hat, glaube ich, wenig so richtig Spaß gemacht. Also 20 Jahre FI war natürlich ein großes Highlight, aber sportlich war die Saison eher mau. Das Vorweg, eine totale Vollniete, das hat man schon vorher gewusst, wenn man mal auf sein Instagram geguckt hätte. Es kam wenig überraschend und ja, mit Corona war natürlich auch scheiße. Beim Fran-Thema sind wir alle anderer Meinung und wir werden dazu, glaube ich, nichts weiter zu sagen haben. Ja. Da haben wir auch schon was gesagt. Gut. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein Fran-Thema. Ich meine, es ist ein spannendes Thema, ja. Klar scheinen sich da die Geister ziemlich, seit irgendwie in einem Fernsehen oder weiß ich wo. Gibt auf jeden Fall noch viel Redebedarf trotzdem dazu, klar. Aber ich glaube, so als Open Standing haben wir dazu eigentlich öffentlich dazu erstmal alles gesagt gehabt. Und was dann noch weiter passiert, wird sich natürlich in Zukunft Zeit zeigen. Ja. Ob sich halt der Verein zum Beispiel auch in gewisse Sachen hält, die sie gesagt haben, so seit irgendwie so Aufklärungsarbeit für Frauen und Spieler, dass er dann da zum Beispiel mit teilnimmt und es werden ja sich Sachen gesprochen und versprochen. Ja, wird sich jetzt zeigen. Ob es halt wirklich gemacht wird, ist dann halt wieder eine andere Sache. Na klar, ich würde mich theoretisch. Ich finde es richtig, ich finde es gut, dass die Sachen gemacht werden sollen, aber. Ja, kam jetzt auch ja Corona dazwischen, mal gucken, er hat ja auch einen Vertrag jetzt verlängert, vielleicht wird sich da dahingehend auch was tun. Der Kerl spielt ja jetzt noch ein bisschen länger bei uns. Ja. Höchstwahrscheinlich. Ja, weil so quasi noch genug Zeit um. Richtig. Ich hoffe und denke auch, dass da was hoffentlich dann auch wirklich passiert. Ich wünsche mir das. Ja. Noch. Man wird sehen. Wir sind jetzt ein Nazi-Verein, deswegen ist ja eher ja. Letzte Frage, vorletzte Frage. Oder wie habt ihr die Corona-Zeit bisher als Gruppe durchlebt? Gab es besondere Aktionen von euch? Habt ihr den Verein irgendwie unterstützt? Oder die Stadt, vielleicht den Kiez in dem Fall? Oder vielleicht auch das Land? Lasst mal hören, gab es da was von euch? Ich glaube, wir können das ganz kurz für uns zusammenfassen. Also es hat jeder in seinem Rahmen und Möglichkeiten halt irgendwas getan während der Zeit. Und sei es nun, dass wir einige Mitglieder haben, die irgendwie selber in irgendwelchen Care-Bereichen tätig sind und somit ja systemrelevant waren, seien es Leute, die sich irgendwie anders engagiert haben, sei es einfach Leute, die aufgrund von irgendwelchen Sachen halt selber Risikogruppe waren oder zu Risikogruppen sehr nahen Kontakt hatten. Dadurch hat da irgendwie jeder seinen Dienst bisher getan. Und ich glaube, was man sagen kann, ist halt eine schwierige Zeit war und
Ich glaube, das macht auch uns als Gruppe ein bisschen aus, dass wir bei sowas uns jetzt halt nicht irgendwie groß für uns selbst die Werbetrommel irgendwie rühren müssen, dass wir jetzt sagen, was wir halt getan haben. Ich glaube, wir wissen ganz genau, wie wir uns auf die Schulter klopfen können und dass wir uns auf die Schulter klopfen können. Und ich glaube, das reicht auch. So, wir haben, was man vielleicht noch sagen kann, um uns doch noch auf die Schulter zu klopfen, jetzt widerspreche ich mir selbst, aber ist ja zum Glück ein Podcast, da sieht mich ja keiner rot werden, ist, dass wir natürlich ganz viel mit dem Verein in Kontakt waren, so, ne, dass wir uns probiert haben zu beteiligen an diesen ganzen Soli-Geschichten, dass wir den ganzen Schalkram für und mit dem Verein organisiert haben und so weiter. So, das kann man vielleicht erwähnen. Ja, und auch außerhalb natürlich von Fußball haben sich natürlich viele Leute von uns auch engagiert, seit welchen Hilfsgruppen wie Einkaufen für andere Menschen, Masken nähen für Einrichtungen. Also selbst da gab es halt auf jeden Fall viele Beteiligungen. Klar, in einer anderen Form. Wir haben halt nicht irgendwie zusammengesessen, wie sonst immer, mit allen gefühlt und reißen dann da irgendwie so eine kleine Fließarbeit runter. Aber das, was halt möglich war, wurde halt auch schon versucht auch umzusetzen. Und ja, zum auch dem Thema, wie sagen zunächst. Aber stimmt. Gut, da wurde, glaube ich, jetzt alles, es wurde alles gesagt. Oder alles trotzdem gesagt. Also klar, man merkt halt so, ne? Das ist halt, klar, kann die Gruppe nicht so gerade agieren, wie wir sonst gemacht haben. Ja. Also Corona ist sehr, sehr spürbar, auf jeden Fall auch in der Gruppe. Aber gibt's Beste. Ich würde behaupten, dass wir eigentlich das Bestmöglichste dabei rausholen, was wir halt trotzdem, trotz Corona irgendwie ja, machen können. Ja. So, letzte Frage hier in das lustige Rund. Wo seht ihr euch in 5 Jahren? Ja, um mal so eine Pädagogenfrage zu stellen. Ja, wo wir immer sind, an der Spitze, ist doch klar. Also mich würd's freuen, wenn wir uns in 5 Jahren in der 3. Liga sehen, aber... Also ich glaube, wenn man jetzt so eine klassische Schwafelantwort haben will, dann wäre es das, dass wir hoffen, dass der Verein sich weiterhin finanziell stabilisiert hat. Dass vielleicht in der Stadt Potsdam bemerkt wird, dass nicht nur Turbine ein spannender Verein ist, sondern Babelsberg auch an sich. Unser geliebter Sportverein weiter an seinem internen und externen Ausbau arbeitet. Vielleicht ist die Sichtachse irgendwann doch noch egal und wir kriegen noch ein Stadiondach komplett oder wovon man noch so träumen kann. Ja, die Liga wäre auch geil. Gerade schon. Ja, und ansonsten natürlich kommt ja irgendwann mit einer Stabilisierung. Und ich glaube, das ist ja halt, wenn man realistisch sehen muss in Babelsberg, ist mit der finanziellen Stabilisierung kommt natürlich irgendwann der Wunsch auch mal außerhalb dieser Regionalliga zu spielen und nicht mehr nach Auerbach und Meuselwitz düsen zu müssen, sondern auch mal nach Bayern München 2. Da waren wir schon. Gab es eigentlich schon mal einen Regionalliga-Verein, der... Nee, meines Wissens nur 2. Und ich gab sogar einen 3. Drittligisten? Weiß ich nicht. Ich glaube, Union war es damals, die aufgestiegen sind von 3 in 2. Die also, haben dann DFB-Pokalfinale gespielt und haben dann international gespielt. Alemannia Aachen meines Wissens auch. Ja. Die sind nämlich abgestiegen aus der 1. Liga und haben dann in Liga 2 quasi dann Europapokal gespielt. Das war jetzt mal so, dann haben wir noch ein klares Ziel. Ja, DFB-Pokal und dann... Europapokal... Die sind der erste Verein, Alter, aus der 4. der einfach mal die Kugel macht. Gut, dann würde ich sagen, zum Saisonstart wird das Europapokal hier dann ausgepackt und der Verein kriegt es auferlegt, dieses Ziel in den nächsten 5 Jahren zu erreichen. Und somit können wir auch hier mit dem Podcast mit einem lachenden mit einem Lachen beenden. Und ich danke euch dreien, dass ihr da wart. Wir sehen uns dann in Dubai. Das ist aber nicht Europapokal. Ja, scheiße. Aber das Trainingslager. Müssen ja neue Sponsoren irgendwo finden. Okay, dann halt in Dubai. Okay, vielen Dank, ihr drei. Und ja, bis zum nächsten Mal.